Jo Leute, willkommen zurück zu Minecraft City Build hier auf dem Schrebergartengrundstück. Ich mache hier weiter mit meiner unterirdischen Farm und die ist erlaubt. Ich musste ja nochmal komplett umbauen beim letzten Mal, weil ich die Decke nur eins breit hatte und das war nicht gut, weil ich brauche ja noch Platz für die Deckenbeleuchtung. Und das war halt ein bisschen blöde. So, jetzt muss ich hier erstmal das Wasser setzen. So, da passt das. Ich sag mal jetzt so, wenn ich das hier hinten sehen würde, würde das auch aus Cleanstone geändert. So bin ich da halt. Aber in dem Fall ist das ja dann eh weg. Teilweise habe ich sogar in Wartungsgängen früher alles aus Cleanstone gemacht. Also von irgendwelchen Techniksachen. Musste immer schön aussehen. Klar, mega übertrieben, aber ja, ist das halt, ne? Ich mag da nicht so einen Mischmasch an Blöcken. Wobei ist das schon besser geworden. Wie gesagt, sowas, da würde ich jetzt nicht mehr ausbessern, genauso wie hier. Heute nicht mehr. Oh, das war's schon. Ich hab gar nicht so viel davon mit. Der reicht gar nicht. Muss ich mir noch ein bisschen was holen dann. Vor allem hier der Boden. Da kriegt ihr auch noch Holz. Halt, wir haben noch was oben in dem Abstellraum. Im Geräteschuppen. Ah, ich glaube, es war nicht mehr viel. 11 Stück. Ist wirklich nicht viel. Was könnte man denn hier oben eigentlich schon anpflanzen? Zum Teil könnte man wirklich schon anfangen, vielleicht Weizen zu pflanzen. Das ist doch so das Erste, was man... Das ist auch das Erste, was es gab früher halt. Gehe ich mal nach Hause und guck mal, ob ich da was hab. Nahrung. Weizenkörner, genug. Oh, oh, Laub E. Da war die Ho. Die halt aber auch nicht mehr so viel. So, die Kürbisse können hier ruhig weiter wachsen. Ich mach das mal hier noch vollständig. Dann ab hier die Weizenkörner. Da müsste ich mir halt noch irgendwie überlegen. Also vor allem müsste ich die Preise mal vergleichen. Ja, da kann ich auch noch. Da ist ja Wasser da drunter, in die Ecke. Also ich müsste mir dann überlegen, was du... die Preise sind, also ich müsste mal vergleichen komplett. Oh, und da fällt mir gerade ein. Ich setze vielleicht hier erstmal den Rand. Dann habe ich das mit dem Wasser erstmal gelöst, dann ist es weg. Weil davon habe ich noch genug am Start von Erde. So. Nur das Holz fehlt halt gerade. Habe ich zu Hause, aber... Nee, so viel habe ich gar nicht mehr. Obwohl, ich hatte doch mal mega viel Holz. War das so? Ich glaube schon. Aber wahrscheinlich ist schon alles wieder verbaut. So. Hier unten könnte man direkt schon das nächste pflanzen dann. Aber erstmal bauen wir das zu. Gucken aber schon mal, was wir da mitnehmen. Holz. Okay, ist wirklich nicht so viel. War viel, aber nicht mehr. Da haben wir noch ein bisschen.
So, was nehmen wir als nächstes? Karotten habe ich relativ viele. Aber ich glaube schon, dass eigentlich erst die Kartoffeln kamen, oder? Oder kamen die gleichzeitig damals? Weiß ich gar nicht mehr. Na komm, wir nehmen die Karotten, da habe ich halt genug. Da können wir die zweite Etage direkt fertig machen. Cool. Ah, ich habe gerade geguckt, ob ich noch Dünger habe, aber nicht. Einen vergessen. So, und jetzt die Decke. Das macht gerade irgendwie, ich glaube, für euch ist das nicht so interessant, wenn ich hier nur Räume aushöhle und neu bastle. Und ich sehe gerade, was ich vergessen habe. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Wobei, schreibt es einfach mal in die Kommentare, ob ihr sowas überhaupt sehen wollt. Ich meine, was soll ich sonst zeigen? Wipfel, ich weiß momentan einfach nicht, wie ich weiterbauen soll und ob ich das so lasse. Irgendwie bin ich nicht zufrieden. Es haben zwar viele gesagt, das sieht mega nice aus, aber für mich ist das einfach... Ja, das hat nichts mit Villa zu tun irgendwie. Das ist schon einfach nur so ein Haus. Ich habe keine Ahnung. So, ich mach mal hier nur den Ansatz oder ziehe ich hier gleich weiter durch. Vor allem blöd, ich weiß jetzt gar nicht, wie wo das hier stoppt. Aber da darf ich es schon nicht mehr tun. Okay. Da muss ich mich halt immer einmal runterbauen. Passt aber eigentlich. Weil da kann dann Holz rein. Oben Holz und von unten Holz. Erstmal Licht. Und das muss ich ja hier hinten eigentlich auch noch machen, ne? Mal einen daneben. Halt, Moment, zwei tief, also, nein. Da müsste Holz sein, also eins, zwei und Holz. Ich mach das mal noch da, damit ich das sehe, wenn ich da drauf stoße. Ja, das kann offen bleiben soweit. Und hier würde ich das auch noch machen. Also 1, 2. Cool. Schon markiert. So, mal sehen, ob die Ho reicht. Ich finde das so cool, dass man dann das Wasser sieht. Ah, guck mal da. Wie habe ich das dann da oben? Das erkennt man. Jetzt muss ich aber gucken, dass ich das irgendwie gleichmäßig verstecke. Oh, hier haben wir Dirt dahinter. Gefällt mir so gar nicht. Dass du da auf jeder Ebene was anderes dahinter hast. Was machen wir denn dahin? Einfach nur Holz auch? Finde ich schon okay. Muss nur mehr holen. Seht ihr, das sind zum Beispiel, hatte ich im letzten Part, glaube ich, gesagt, das sind so Ecken. Die möchte ich dann irgendwie einheitlich haben. Bin ich irgendwie so... Bin ich halt so. Sonst siehst du ja auf jeder Etage dann was anderes. Vor allem, wenn da auch mehrere... Also verschiedene Steine drin hängen. Wird es ja mal mega hässlich. Kommt man da eigentlich so dran? Ah, ist ein bisschen blöd. Na. Aber wo sind die Steine jetzt eigentlich hin? Ach, ist egal. Die paar Steine.
Kann man nochmal gucken hier. Licht war alles soweit ready. Zu auch. Ob ich dann einen fetten Essensshop aufmache, ey, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall könnte man dann ein bisschen mehr davon anbieten. Oder macht dann halt jede Woche immer so was anderes. Eine Woche Karotten. Also ich habe ja eh eine Fleischkiste, wo es was zu essen gibt in meinem Shop. Und dann mache ich halt noch was Vegetarisches sozusagen. So, und dann würde es eigentlich hier unten weitergehen. Ich baue mal jetzt hier schon den Kreis drumherum, also den Rand sozusagen. Na, wann kommt's? Jetzt. Das geht eigentlich mega schnell mit der Spitzhacke hier. Ist gar nicht so langweilig. Weil es halt wirklich rasend schnell geht. Was ich voll nice finde. So, jetzt habe ich nur das Problem, ich habe kein Wasserloch mehr. Auch nicht im Eimer. Das Wasser hätte ich jetzt noch gern gesetzt. Ja. So, das ist eigentlich so das Komplizierte gerade, wobei das ist ja nicht mal mega kompliziert, ne? Aber ist schon, wie ich meine. So. Bisschen nerviger halt. So, haben wir noch Leiter? Hab ich noch. Oh, ich stehe davor. Zack. Und jetzt haben wir hier noch... Holz habe ich ja noch ein bisschen dabei gerade. So. Jetzt kommt das Wasserloch oder die Wasserrinne. Der Rinnsal. Nein, eigentlich rinnt es ja nicht. Es ist ja stehendes Wasser. So ist die Frage, mache ich immer auf und hole mir das da raus? Ist vielleicht besser, oder? Als wenn ich jetzt woanders hingehe. Eins hätte voll gereicht. Naja. Ich mal wieder. Hm. Jetzt überlege ich gerade. Komme ich ja gar nicht mehr dran. Aber das muss ja eh auf. Cool, das reicht. Das muss sowieso auf, kein Problem. Oh. Na, da nicht. Hör mal. Ist der richtig? Ja, der ist richtig. Fertig. Nee. So. Ich baue erstmal hier ab. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jetzt jede Etage... Na doch, eigentlich kann man es ja zeigen. Es kommt ja Abwechslung schon rein hier in meine Videos. Aber es macht mir gerade mega Spaß eben hier hinten das zu bauen. Boah, reicht gerade so. Aber ich hätte noch einen Stack gehabt. Nice. Kein Problem. Reicht schon. Hüpp. Ich meine, ich kenne Leute, die bauen ihre Häuser gar nicht selber, ne? Von daher... Ich meine, ist ja auch kein Vorwurf. Wenn jemand das absolut nicht kann, kein Problem. Deswegen gibt es ja Architekten, ne?
So, habe ich denn noch Kürbis? Also oben sind bestimmt wieder ein paar gewachsen. Könnten wir auch direkt das Licht schon wieder setzen? Boah, das geht ruckzuck. Nice. Ich gehe erstmal hoch. Da nicht. Hier. War nicht so viel jetzt. Eine Bank. Ich habe keine Bank. Ja, ist natürlich jetzt doof. So, da. 1, 2, 3. 1, 2. So, müsste das passen. Jetzt haben wir hier auch wieder die Mitte. So, und deswegen muss ich das 2 hoch machen, weil das geht ja nicht anders. Ich setze mal die erstmal hier oben rein. Dann haben wir das schon mal hinter uns. 4 Stück habe ich sogar. Da kann ich jetzt nochmal wirklich sehen, ob die von oben mega Licht geben. Also mega nicht, aber es gibt Licht. Okay. Holz reicht nicht mehr aus. Habe ich echt nicht mehr. Doof. Ach komm, wir haben jetzt eh schon ein bisschen überzogen, was ich machen kann. Oh, jetzt fragt er bestimmt, ob ich eine Bank habe. Weil er hatte gerade die Werbung geschalten. Ich meine, ich hätte doch dich dann schon angeschrieben. Jetzt, nachdem du die Werbung geschrieben hast. Wieso fragt er dann? Also ich gebe 100 pro drauf, dass er das gerade fragt. Aber ich lese jetzt nicht meine SMS. Da sind zu viel Ungelesene und ich weiß nicht, ob euch das was angeht. So. Ziehen wir das noch rein hier? Ach, da hinten muss ja auch noch Holz rein. Oh. Hat man doch extra so gemacht. Aber, ups. Dann habe ich eigentlich alles, nee, bis auf die Decke. Die müsste ich jetzt noch. Warte mal. Genau, ab hier. Nee, ab hier. Okay. Bisschen gefailt gerade. Boah, wie cool das ist, ey. Ich kann auch, vor allem, wie viele Etagen werden das eigentlich? Wie viele Sachen gibt es eigentlich zu. Also zum Farm, ja, zum Farm. Wenn man alles mit reinnimmt, was es gibt. Wüsste das jetzt jemand auf Anhieb, die Anzahl? Also ich weiß es nicht, ich würde so schätzen 8, 9. Wobei da hast du noch Kakaobohnen und Borscht, also rote Beete. Karotten, Kartoffeln, Weizen, Nesserwarzen, oh, Zuckerrohr, Kakteen, oder über 10, das ist dicke. Aber an der Stelle sage ich erstmal danke fürs Einschalten. Was sehe ich denn da? Das geht nicht. Der war sowieso falsch. Warte mal, wo nehme ich denn jetzt hier was weg? Ja, also wie gesagt, danke fürs Einschalten. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part. Haut rein, bis dahin. Tschüss.